neue Waschelbinde. Fällt ja weiße Sterne aus. Sieht da geil aus. Rund 60 Personen haben vor dem Instituto Cervantes, dem spanischen Kulturinstitut, gegen einen Auftritt der kubanischen Bloggerin Joanny Sánchez protestiert. Sánchez befindet sich in Deutschland im Rahmen einer Europa- und Weltreise. Viele der Teilnehmer haben hier heute beklagt, dass nur ihr ein Panel geboten wird und dass kein Gegenpart eingeladen wurde, sodass eine demokratische, eine vielschichtige Debatte zustande gekommen sei. Sieht man schon? Es gibt eine Demonstration gegen die kubanische Bloggerin hier heute, Joanny Sánchez im Instituto Cervantes. Warum nehmen Sie an der Gegendemonstration teil? Ich bin dabei, weil ich nicht der Meinung bin, dass sie in Unfreiheit auf Kuba lebt. Ich habe beispielsweise gestern Abend eine Berichterstattung von Arte verfolgt, wo man da rausschließen kann, dass sie sich voll frei bewegen kann und alle Bedingungen dort frei zu leben auch hat. Selbst eine sehr gute Ausstattung in der Wohnung und in der Umgebung. An sich gibt es keinen Grund für sie gegen die kubanische Entwicklung zu protestieren, weil ja Kuba sich selbst auch inzwischen reformiert, einige Wirtschaftsmaßnahmen eingeführt hat und auch, Reisefreiheit auch erlaubt oder in der Verfassung oder in dem Gesetz vorgesehen ist. Deswegen denken Sie, dass das, was Joanny Sánchez sagt und schreibt, übertrieben ist? Das, was sie sagt und schreibt, ist es schon übertrieben, weil die Berichterstattung, ich kehre wieder zurück auf diese Art der Sendung gestern Abend, ist an sich, man kann es glauben oder auch nicht, was sie da darstellt. Erstmal, aber auch, weil die sogenannten politischen Gefangenen an sich keine politischen Gefangenen sind auf Kuba, sondern ehemalige Straftäter und Straftäter, die ausgenutzt werden, ihre Gefangenschaft, um dann daraus ein politisches Faktum zu machen. ¿Qué te parece Joanny Sánchez? ¿Qué papel juega en Cuba? En Cuba no juega ningún papel. Apareció repentinamente a nivel internacional por el blog, pero su vida es media rara, media oscura, no está claro. Ella sale el año 2002 de Cuba, se casa con un alemán y pide regresar el 2004. Es decir, la pregunta que se hace, ¿cómo puede un cubano permanecer en Suiza con una visa? Pues nosotros tenemos problemas, los latinoamericanos tenemos problemas de visa, o sea, turista 3 meses, pero no podemos quedar casi 2 años allí. Esa es una de las... La otra cosa que es importante apreciar en esto es que ella repentinamente salta la fama, recibe el apoyo de los monopolios de la comunicación, que han apoyado golpes, etcétera. Apoyo muy grande también financiero, recibió premios, ha recibido, bueno, tiene como 250.000 euros que ha recibido en premios y tiene en este momento un sueldo mensual de más de 10.000 euros. Eso. Sich immer wieder in letzter Zeit mit rechtsreaktionären und faschistischen Gruppen und Personen getroffen. Ich denke, so, Joanny Sánchez ist keine, irgendeine Frau, die nur mal hier ihre Meinung sagt, sondern sie ist eine politische Akteurin. Und das ist schon sehr überraschend für mich, dass das Instituto Cervantes ihre Räume dafür zur Verfügung stellt, eine Veranstaltung zu machen, ohne ein
Gegenpart einzuladen, zumal wir aus der Soli-Bewegung öfter schon die Erfahrung gemacht haben, dass wir die Räume des Servantes nicht bekommen, um mal etwas anderes für Kuba dort zu veranstalten. Deswegen finde ich das schon ein Grund, hier zu stehen und zu sagen, wir finden es in Ordnung. Die Medien unterstützen dieses Bild von Frau Sanchez als Retterin der angeblichen Menschenrechte.